Hey ho, meine Lieben, ich gehe heute auf Fahrradexpedition. Ja, könnte man so sagen, ich fahre mal Wege, wo ich noch nicht gefahren bin. Lauingen unter an Donau und dann eventuell heute mal auf dem anderen Donauufer entlang. Dabei habe ich gar nicht viel, also in diesem Video wird nicht gegrillt. Ich habe hier bloß hier eine kleine Tasche dabei. Mit was zum Trinken und einer Quarktasche, also einer Quarktasche, einfach bloß zum kurz Mampfen. Und ja, mehr habe ich nicht dabei, außer hier meine kleine Actioncam, da habe ich nicht einmal das Display dabei. Ja, hole ich das Fahrrad hoch und fahren wir mal los. Jetzt haben wir es 14:38 und wenn ich wieder hier bin, machen wir einen Uhrzeitvergleich und schauen mal, wie lange ich unterwegs war. Was ich nachher sowieso vergessen habe, wie spät es ich los bin. Egal, ich fahr los, wir sehen uns. Ja, oder ihr seht dann den Weg erst einmal, den ich einschlagen werde. Ich fahr los. Tja, und schwuppsiwupp bin ich auf diesem kleinen Weg, wo ich fahren wollte. Wo auch weiter unten diese komischen Gebäude waren. Einfach mal gucken. Vielleicht finde ich ja da wirklich was und ich bin einfach neugierig. Da unten geht nochmal der Weg entlang, sehe ich gerade. Aha, in die falsche Richtung. Und ja, jetzt gucke ich hier einfach mal entlang. Ich habe keinen Plan. Tja, einfach mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie dann da runterkommen. Ich weiß es echt nicht. Und kalt ist es auch. Ich hätte mir vielleicht doch eine Jacke oder irgendwas oder einen Pulli anziehen sollen. So ist der Weg hier gesperrt. So ein Kack. Egal, da schaue ich jetzt einfach mal runter. Auf alle Fälle komme ich da unten an die Donau. Ich muss mit beiden Händen bremsen. Hey, da geht's noch weiter runter. Vielleicht komme ich ja wirklich dahin, wo ich hin will. Oder auch nicht. Also hier war ich ja schon mal, wo es aber noch kälter war. Da war der Brunnen auch nicht in Betrieb. Wieder in Betriebnahme des Spritzbrunnens durch Bürgermeister bla 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 Mai 1994. Okay. Und das, was ich gemeint hatte, liegt irgendwo in der Richtung. Also ob ich da jemals irgendwann nochmal hinkomme, ich wage es fast zu bezweifeln. Naja, dann verwerfen wir den Gedanken. Tja, ist so. So, aber da hinten fließt die Donau. Und jetzt fahre ich einfach mal auf der anderen Seite die Donau entlang runter und mache dann irgendwo mal eine Brotzeit und dann drehe ich wieder um und fahre wieder zurück. So, da vorne kommt übrigens schon meine Brücke. Mein ganzes Zeug habe ich hier in die kleine Tasche hineingebracht. Sprich, ich bin sonst mit nichts belastet. Gut, die Quarktasche könnte nachher etwas gepresst sein, aber egal. Ja, und jetzt fahre ich da mal vorbei und ja, schauen wir mal. Auf der Seite hier ist der Weg auf alle Fälle etwas
angenehmer zu fahren als da drüben. Aber wenn ich da drüben an mein Plätzchen will, habe ich halt keine andere Wahl. Nun gut, vorne übrigens stand das Schild, dass es von der Staustufe 2,5, 2,6 Kilometer ist, also von der Brücke entfernt. Das ist das, was wir da auch schon mal gesehen haben. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir von hier aus nicht mein Grillplätzle auf der anderen Seite sehen. Das mir auserkorene. Puh. Irgendwie kommt man da ganz schön außer Atem, aber da kann man meinem Bäuchle wird's danken. Da kann man wieder rüber gucken. Ja. Ha, da drüben ist es. Da drüben ist es. So. Bleiben wir hier mal stehen. Jetzt mache ich bloß kurz die Cam aus, weil Fahrradfahrer kommen. Da drüben bei dem Schild, ich hoffe, man kann es jetzt sehen, da ist eben diese Ausbuchtung, wo ich so gern bin. Ja, so sieht es von der Seite her aus. Naja, und ein paar Ruderer wieder. Aber jetzt fahren wir einfach mal weiter und schauen wir mal, ob wir heute das Stauwerk oder die Staustufe erreichen. Ja, genau das machen wir jetzt. Und dann fahre ich innen durch Lauingen wieder zurück oder irgendwie sowas. Tja, auf dieser Uferseite keine vernünftige Grillmöglichkeit. Weit und breit absolut nicht. Aber da vorne kommt die Staustufe immer näher. Ja, schauen wir mal. Aber wenn ich über Lauingen zurückfahre, dann müsst ihr den ganzen Weg jetzt wieder zurückfahren. Aber ich könnte auch nachher dann links abbiegen und durch die Lingen zurückfahren. Jo, und vielleicht auch noch was einkaufen. Ich weiß zwar nicht, was ich brauche, aber naja, egal. Mir macht Spaß, ich bin gern unterwegs. Mein Bäuchli tut's gut. Ich fresse eh viel zu viel. Naja, egal. Egal. Scheißegal. Ja, okay. Ich höre wieder auf zum Singen. Tja, da wären wir an der Staustufe. Und wie man sieht, zwei Radfahrer. Also man kann hier auch die Donau überqueren. Ob ich das jetzt natürlich mache und will, keine Ahnung. Haben wir auch schon überlegt, durchs Wäldle hier zurückzufahren. Das könnte passieren. Weiter werde ich heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr fahren. Puh. Aber irgendwas war da vorne noch mit Kneipp. Das schauen wir uns vielleicht noch schnell an. So, schon vorbeigefahren am Stauwerk. Jetzt hier Richtung Landesinnere wieder. Und hier steht ein Schild. Insel Wörthsee 0,1 Kilometer. Naturkneipanlage Dillingen 1 Kilometer. Donauinsel Weihaigai 2,7. Lauing 7 Kilometer. 7 Kilometer? Egal, ich fahre jetzt einfach mal lang. Irgendwo werde ich jetzt dann schon ein schönes Bänkle finden. Oha, was tut sich hier auf? Ein See mitten im Wald. Aber hallo. Aber hier darf man bestimmt auch nicht grillen. Okay. Tja. Blöd. Ja, irgendwo wird schon Schild stehen, dass man nicht grillen darf. 100 pro. 100 pro. Naja, hier sind lauter so Parkour-Dinger. Ja. Einfach mal ein bisschen Radl fahren. Ey, guck mal, was ich hier gefunden habe. So ein kleines Pavillon. Ja, mit Bank und Tisch. Und hier schiebe ich mal jetzt meine Quarktasche rein. ein bisschen platt gedrückt, so wie ich gesagt habe.
Schmecken tut sie trotzdem. Zum Käffchen, dass es nicht zu trocken ist. Da drüben waren übrigens die Stangen, die ich gefilmt habe. Hier den Finger entlang folgen. Tja. Wie gesagt, ich muss jetzt hier erst einmal die komplette Umgebung erkunden. Ja, man weiß ja nie, für was man das Wissen braucht. Mit jemandem spazieren gehen, mit jemandem Fahrrad fahren oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es immer besser, wenn man seine Umgebung ziemlich genau kennt. Ja. Aber das mit den Gebäuden da unten, da hinten, das lässt man keine Ruhe. Naja, vielleicht hat irgendwann einmal irgendjemand Lust, mit mir wirklich auf Abenteuertour zu gehen. Dass man sich da durch die halbe Wildnis schlägt. Schauen wir mal, ob sich da irgendjemand Verrücktes bereit erklärt. Ja, gut. Ich mache jetzt hier gemütlich meine Brotzeit und dann fahren wir einfach weiter und schauen wir mal, wo wir dann rauskommen. Aber ich denke vorne irgendwo Richtung Brücke wieder. Und ja, kurzer Zwangsaufenthalt. Mir ist gerade die Kette runtergehüpft, wieder draufgehüpft, wieder runtergehüpft, wieder draufgehüpft. Und warum? Hier hat sich irgendwie ein Ast verfangen. Und den muss ich jetzt erstmal rauspopeln. So eine Scheiße. Ja, was so ein Ast alles anrichten kann, Scheißdreck. Naja, gut. Ast draußen, ich kann weiterfahren. Und jetzt stehe ich wirklich mitten im Wäldle, aber hier ist auch noch eine riesen Lichtung. Oh ja, weiter geht's. Lala, der Weg führt hier sogar direkt an dieser Lichtung vorbei. Na, da ist sogar irgendwas angepflanzt. So. Donauwald. Jetzt ist halt die Frage, wo ich hier weiterfahre. Eigentlich wollte ich zu dieser Naturkneipanlage. Donauwald, Donauwald. Also hier kann man sich echt verirren. In diesem Waldstück. Naja, jetzt fahre ich wahrscheinlich in die falsche Richtung. Scheißegal. Oh Mann. Ich habe ja noch genügend zum Trinken dabei, dass ich nicht verdursten muss. Oh, da kommt die nächste Lichtung. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So. Ups, ups, fall ich fast vom Fahrrad. Zum Lauschpunkt 5. Kneiptour durch Dillingen. Ja, fahr ich mal da lang. Naturkneipanlage am Mühlrad. Naja, viel ist es nicht, was hier ist. Aber immerhin. Tja, immer wenn ich filmen will, sind da Haufen Leute dran. Deswegen habe ich da jetzt ja, relativ wenig gefilmt. Hm? Weil da hat sich gerade einer Schuhe und Socken ausgezogen. Viel zu kalt. Bah. Also ich bin ja jetzt gerade um das Eck hier rumgekommen. Das waren bloß 10 Meter, 20 Meter. Und das ist hier der Weg zu Ende. Da geht es wieder auf die Böschung hoch, wo ich vorher hintergefahren bin. Ich wollte aber eigentlich noch weiter durch das Wäldle fahren. So was Blödes. Egal, bevor ich jetzt hier mich da in dem komischen Wäldle komplett verfahre. Fahrrad hochschieben, Arsch lecken. Oh, da hinten ist schon die Donau-Staustufe wieder. Ah ja, egal. Oh. War das das Dillinger Wäldle oder was? Keine Ahnung, wir werden sehen. Gut, ich fahre hier jetzt wieder zurück. Da muss ich halt einmal von der anderen Seite noch in das Wäldle reinfahren. Beim nächsten Mal.
Tja, ich bin jetzt wieder daheim. Bin am Rückweg unten entlang gefahren an der Donau wieder. Wollte noch von dem Weg aus rüberfilmen auf die andere Seite. Die Gebäude, die Reste oder was auch immer das ist, filmen. Aber ja, die Vegetation mittlerweile ist so grün, man hat nichts gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine Weg, was sich dann, der schmale Weg, wo so steil runtergegangen ist, wo sich dann in die andere Richtung runtergegabelt hat, dass man vielleicht dahin kommt. Ja, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Gut, Leute, Fahrrad den Keller runtertragen, dann die ganzen Treppen hochlatschen, davor den Berg da hinten hochradeln. Boah, ja, deswegen bin ich so außer Atem. Aber ich fahre jetzt in Ruhe den Rechner hoch und dann schauen wir uns die Tour nochmal ganz kurz in Google Maps an, die ich da gemacht habe. Oder zumindest so ungefähr. Tja, und danach beenden wir das Video. Ja Leute, jetzt wollte ich gerade mein Display nehmen, um auch zu gucken, dass wir das am Monitor ordentlich sehen. Aber ich finde das Display nicht. Das ist ja so ein separates, kleines. Aber das blöde Vieh hat sich irgendwo versteckt und ich weiß nicht wo. Oh. Nee, im Köfferchen ist es auch nicht, wo es eigentlich reingehört. Ladegerät, alles flackt hier in der Schublade drin. Nö, blöd. Gut, dann muss ich somit filmen. Schauen wir uns also nun den Weg an, den ich genommen habe. Mhm. So, ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Also, ich bin hier von hier irgendwo hier hinten gekommen, bin hier entlang geradelt. Hier in etwa war die erste Aufnahme, wo ich dann diesen kleinen Weg hier hinter gefahren bin. Hier habe ich diese Abzweigung genommen, hier runter, wo ich dann hier unten an der Donau rausgekommen bin. Und irgendwo hier war dieser Seitenweg noch hier runter, den, was ich eventuell mal noch nachschauen will, oder mit Sicherheit noch mal gehen will, weil hier in dem Bereich waren, meine ich, diese Gebäudereste, weil das hier hinten ist schon wieder zu weit von hier weg, also in dem Bereich, weil hier ist auch diese Quelle, dieser Brunnen, wo wir gesehen haben. Und von da aus darüber gehen ist nicht, weil hier alles total sumpfig und matschig und voller Wasser ist. Also muss ich auf alle Fälle von hier oben rum, wenn dann dahin. Na gut, okay, gehen wir weiter. Dann bin ich hier den Weg runtergefahren. So, und jetzt weiß jeder, wo ich immer bin, dann, ja, hier ist dann die Donaubrücke, auf der Seite ist das, wo ich grille. Und dann bin ich hier den Weg entlang gefahren und jetzt machen wir mal ein bisschen kleiner. Ja, immer weiter. Bis hierher, zu dem Kraftwerk. Also wenn ich hier rumgefahren wäre und hier weiter, dann hätte ich hier zur nächsten Donaubrücke fahren können. Ah ja, und hier war eben dieser See. Insel Wörth. Aha. Okay. Natursee im Wald. Gut. Ah ja, okay, ich bin von hier rein. Und bin hier sozusagen einmal fast komplett außen rum. Dann bin ich... Das waren noch zwei Felder. Darum? Oder bin ich so rum? Keine Ahnung. Auf alle Fälle war ich dann hier drüben. Hey Leute, ich weiß nicht, wie ich gefahren bin. Oder bin ich hier rum? Nee. So weit habe ich das gar nicht gesehen. Nee, ich bin hier rausgekommen. Das weiß ich noch.
Aber ich bin, glaube ich, hier rumgefahren irgendwie. Ja, natürlich. Ich bin hier hinten rumgefahren, dann hier rüber, dann hier hoch. Da war ich an der Kneippanlage. Und dann bin ich hier rausgekommen. Und hier wäre ein anderer Weg rübergegangen. Ah ja, sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ja, und dann bin ich wieder komplett zurückgefahren. An der Donau entlang. Und wenn wir hier jetzt so schauen, im Lauinger Stadtwald, gibt es hier noch ein großes verzweigtes Wegenetz. Ah ja, das werde ich auch irgendwann einmal vielleicht mit dem Fahrrad abfahren. Jo. Hier ist der Auwaldsee, wo ich einmal rumgefahren bin mit dem Fahrrad. Und irgendwann einmal will ich hier komplett entlang fahren, an der Straße. Und. Hier. Pizzeria Klein Sizilien. Und da vielleicht einmal eine Pizza essen. Mhm. Jo. Das war auch in einem anderen Video oder Foto, was ich mal gepostet habe. Da bin ich hier entlang mit dem Auto gefahren, wo überall steht, Grillen verboten. Ja, leider. Gut. Naja. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Gut. Und somit verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Ja, war eine wirklich nette Erkundungstour heute. Hat Spaß gemacht. Ich habe zwar heute nicht gegrillt, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Okay, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal und ich sage bis dahin Tschaikowski.